Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft, dem Spiel aus 1001 Nacht und noch mehr. Aber wir sind hier in einem dunklen, tiefen Schlund der Hölle aufgewacht. Und nun haben wir hier unser Haus, unsere Berge, die sich auftun. Und ja, es lädt nach. Oh, haben wir wieder was eingestellt hier. So. Haben wir wieder was eingestellt? Naja. Ich hoffe, es kommt kein Creeper vorbei, den wir hier Hallo sagen müssen. Wir haben ja oben noch ein paar Plätze frei. Also da kommen, können noch ein paar hinkommen. Jetzt komm schon. So. Na gut, müssen wir hier noch eine Leiter hinschmeißen. Und ich weiß nicht, wie wir das hier alles anfangen sollen. Also zumindest mal. Ich weiß nicht, ich glaube, die ganzen. Es engt ein bisschen ein. Ich denke, wir sollen aus den ganzen hier mal kurz. So, tralalala machen. Half Slaps, denn die ergänzen sich doch schon besser. Wir haben keine. Verdammt. Okay, wir müssen zuerst Truhen machen, bevor wir hier noch was einrahmen können, dürfen, sollen, tun. Und dann können wir das Ding ablegen. Ach, können wir nichts mehr einsammeln. Doof. Ganz doof. Wie man schon eventuell hören kann, ich bin erkältet und nehme trotzdem für euch auf. Also, ja, sehr viel und sehr wenig. Kann man das Ding hier hinstellen? Hier oder da oder tralala. Ich stelle mal hier das Ding hin. Lal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 a. So. Haben wir. Oh, zum Glück, wir haben noch. Oh, wir haben noch das süße kleine Holzstückchen. So. Nehme ihn auf. Gut. So, wir rasten das. Oh, das Licht. Na gut, das war jetzt ein bisschen gespielt. Muss ich wirklich zugeben. Ich bin sehr schlecht im Spielen. Sehr, sehr schlecht. Kann man mir nicht verübeln. Ich bin der schlechteste Mensch mit Vorurteilen. So. So. Ey, jetzt geh mal. Das ist auch immer wieder zahllose Beispiele hier. Die Sterne bewegen sich, wie ich mich bewege. Seht ihr das? Ist das strange? Guck mal, ein Octipussy. Ja, ein Octipussy. So war es auch besprochen. Das macht ein bisschen mehr Tiefgang, muss ich ehrlich zugeben. Fahren wir gleich hier weiter, obwohl es jetzt gerade das Holz zu Ende zu Neige geht. Ich denke mal, 61 sollten reichen. Und dann würde ich gerne hier einmal mal Stein hinschmeißen, denn hier möchte ich gerne eine Terrasse oben haben. Das heißt, wir haben dann so zwei Stockwerke und dann haben wir eben nur mal kurz rausgehen und ein Pipi veranstalten und wieder reingehen. Das kann man jetzt schon tun und lassen, wenn man möchte, aber ich denke, man muss es auch kontrolliert tun. Und dafür braucht man eben so einen Suff-Balkon, den man dann irgendwie hinschmeißen kann. Oder den man irgendwie den hinlegen kann. Ach, meine Nase. Ich sollte mir irgendwann wieder rauspulen, das Ding. Also ich meine jetzt das, was ich in der Nase habe. So rum. Was ist denn hier heute für Musik? Ach, Sounds of Goodbye. Natürlich, wir sind hier mal im Gange. Wir sagen mal Tschüss, Ade, wir sehen uns. Nein, das geht so nicht. So, wir haben. Können wir das mit Half-Steps mit dem Stein hier machen? Geht das? Ah, funktioniert. Ich glaube, wir haben ein bisschen zu viel hier. Naja. Wird uns nicht umbringen, was uns nicht töten könnte. So, das heißt, diese. Da müssen wir noch eine Dingens. Warte mal, jetzt haben wir hier noch Steine übrig. Das heißt. Wie viel ist es hier? Eins. Man muss wieder zählen. 1, 2, 3, 4. Jetzt gehen wir.
Also. Mann! 1, 2, 3, 4. 4, 4, 4 hoch, 4 hoch, 4 hoch. Das heißt, beim 5. können wir dann wieder. Ja. 1, 2. Ich dumm Depp. 1, 2. Machen wir da hin. Machen wir. Juhu! Wir mögen einen! Also. Ist falsch ausgedrückt. 1, 2, 3, 4. So. Das heißt, hier kommt da noch ein hin und danach. Oh, noch ein. Oh. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass wir so weit nach draußen müssen. Also, vor den. Ist das wirklich? Ich bin jetzt. 1, 2, 3, 4. Ja, es sind 4. Ich war gerade kurz irritiert. Wieso und warum? Oh. Okay, da bist du wieder weiter. Hui! 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 Hui, ja. Au. Naja, wir haben es alle, wir haben es nicht alle leicht im Leben. Ein paar Menschen haben es eben leichter und ein paar eher schwieriger. Und ich gehöre leider zu den Schwierigeren. Obwohl ich das hier machen kann. Also finanziell geht es mir hoffentlich gut. Aber anderweitig gebrechliche Sachen, naja, da will ich jetzt nicht drüber reden, was ja auch verständlich sein könnte für ein paar Leute hier. Für ein paar eher nicht. Aber mir geht's echt nicht so gut. Das ist aber persönliche Sache, da will ich nicht drüber reden. Aber wirklich ein paar Leute haben heutzutage auch immer noch schwierig, sich in der heutigen Gesellschaft einzuleben und wirklich auch einzureden, dass es mir gut gehen könnte, wenn ich es nur versuchen würde. Aber da gibt es wieder Beispiele, da muss man sagen, oh, meine Güte. Das tut mir aber echt leid. Also ist wirklich, ist kein Versehen oder so. Oder ist keine Meinungsverschiedenheiten, aber wirklich ein paar Leute machen sich selber das Leben schwer. Man kann sehen, wie man es möchte. Aber es gibt wirklich, naja. Die Sonne, die Sonne, die Sonne. Oh, meine Güte, sorry, dass ich euch ein bisschen geblendet habe bei eurem nächtlichen Ausflug auf YouTube. Oder wenn ihr es am Morgen schaut oder irgendeinmal wann, wie, warum. Autsch. So. Scheiße. Ja. Wir sind mal kurz wieder. Ich dachte jetzt schon, boah, nee, nicht schon wieder, oder? Oh. Haben wir da was falsch gemacht? Aber nein. Falsch machen tun wir nur, wenn wir jetzt nichts machen. Und das wäre jetzt der Fall. Wir haben doch noch Steine, oder bin ich ganz verwirrt? Welche Steine haben wir da hingeschmissen? Gar keine. Schade. Ui. Gehen wir kurz tauchen. Was ist das für ein Vorsprung hier? Den habe ich hier nicht fabriziert. Muss ich ehrlich zugeben. Das war ich nicht. Nee, kannst du vergessen. Ja. Ja, das Haus aus Stein am Meer gibt's da nie drüber. Das Haus am Meer, oder sogar ein See. Sogar ein Film, so wollte ich sagen. Es gibt sogar einen Film, der das beschreibt. Das Haus am Meer oder so. Hieß da, glaube ich, sogar. Oder das Haus im See. Das Haus im See gibt's sogar nie drüber. Vom alten Knicke. Nein, ich will jetzt keinen beleidigen. So rum. Lalalala. Und runter und drüber. Die Menschen essen mehr Karotten und Rüben und vergessen wieder, ach, im Fleisch hast du noch Proteine. Scheiße, da werden sie krank. Ein anderes Thema. Hat auch letztens, ich weiß nicht, war das sogar in einer Dr. House-Folge? Bin ich jetzt aber unsicher. Aber das war auf jeden Fall bei einer. Wirklich? Nee, das war auf jeden Fall in echt so. Es gab ja, ich weiß nicht, war das in Amerika, wahrscheinlich wieder Amerika, so zwei Dummdeppen von Eltern, die ihr Kind vegan ernähren wollten. Ihr Kind, ihr Kleinkind. Es war kaum, jetzt dachte ich, es war kaum irgendwie zwei, drei Monate alt und haben schon auf vegan, also nee, wie war es noch, sechs? War das nach 5 oder nach 6 Monaten, als man der Frau, also als die Frau dann das Stillen abgesetzt hat, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein Kind vegan zu ernähren, das noch in Entwicklung ist, ist auf jeden Fall ganz schlecht, denn es braucht die Sachen, die es im Fleisch hat. Und dann wird es eventuell auch mal ein paar Kilo leichter. Ist leider so. Also, ja, der Körper braucht Fleisch in Wachstumsphasen. Das heißt, wenn der Körper nicht mehr wächst, dann können wir auch vegan ernähren. Aber vorher würde ich eher gesagt,
das lassen. Vorher braucht der Mensch die Ernährung mit Fleisch. Was wollte ich jetzt machen? Was wollte ich jetzt noch machen? Weißt du das da draußen, was ich noch machen wollte? Zaun, genau. Zaun aus Stein, wie auch immer der funktionieren würde. Oh. Geschafft. Reichen 12? Ich weiß nicht. Den können wir zumindest mal wegschmeißen. So, den Eimer will ich gerne behalten. Und das kommt natürlich in die Hände, der Bruchschein. Und ja, also der Erfolg des Kindes war leider gekränkt, da natürlich die Eltern das Kind natürlich mangelernährt haben. Dadurch, durch die vegane Ernährung, hat es zu wenig Sachen bekommen. Im wahrsten Sinne des Wortes, es wurde mangelhaft ernährt. Ich dumm Depp, der müsste nach oben. Oben. Und dadurch, dass das Kind eben mangelernährt oder fast, ja, was war das? War irgendwie 2 Kilo geschrumpft oder ein Kilo? Ich glaube, ein Kilo hat das abgenommen. Und daher wurden, glaube ich, die Eltern sogar, also den Eltern wurde das Kind sogar abgezogen. Da es anscheinend mangelhaft ernährt worden war und dadurch durch so. Die Seuchenbehörde, dann wurde es eben, durften die Eltern nicht mehr mit ihrem Kind umherziehen und wurden so angeklagt und das Kind musste weggegeben worden, wie auch immer ein Deutsch ist. Ja, aber was zieht man raus? Kein Kind bis 18 oder bis es selber denken kann, um vegan umzustellen, da man solche Sachen braucht im Leben. Ist ja... Woher kamen die denn? Ach, ich stehe schon ganz rechts. Dachte jetzt, das sieht echt geil aus. Wirklich supi. Und auch nicht zu weit. Also gut, jetzt brauchen wir noch. Oben will ich Holz machen. Oben will ich eine Holzverdämmung machen. Unten haben wir, glaube ich, alles aus Stein gemacht. Genau, das ist ja so bei Häusern so. Oben unten Stein, damit es nicht abgefackert werden kann. Oder eben stabiler steht und oben kann dann eventuell noch Holz sein. Und ich weiß nicht, Holz muss man wahrscheinlich wieder. Wieso kann der Typ im Wasser wechseln? Das ist skurril. Im Wasser kurz das Werkzeug wechseln. Aber natürlich, wir sind ja hier in Minecraft, das geht alles. Jetzt bitte sehr wieder aufsteigen. Ist das nur so oder ist hier. Ich weiß nicht. Mir kommt es vor, als wäre hier irgendwie. Nicht mehr so weit ausgebreitet. Ich habe Angst. Das Gras bewegt sich. Ah, und meine Nase. Habt ihr euch schon vermehrt? Wenn nicht, dann lasst es. Ich hau mal kurz ab. Ich muss echt sagen, zur Erkältung und aufzunehmen, deinem Nostalgie-Song, ist echt beschissen. Ich dachte schon, ich würde hier reinfallen. Ja. Ich auch. Oh Mann, wie ist es hier so laut hier? Es haben ja auch Menschen zu leben verdient, die man eigentlich wirklich gesehen abtreiben möchte. Weil es gibt ja heutzutage die Möglichkeit, Kinder abzutreiben. Und ich weiß nicht, ob es auch in einem. Ist es Amerika so oder ist es eher in den östlichen Staaten, also in den östlichen Ländern so? Dass man, ich glaube, bei uns ist das so, ab einem Monat, wenn das Kind einen Monat alt ist, darf man das nicht mehr abtreiben, denn es würde ja ins Gefängnis gehen. Aber auch ein Kind, auch wenn es nicht schon einen Monat alt ist, ist es auch schon ein Lebewesen und dann dürfte man es eigentlich theoretisch gesehen ethisch nicht abtreiben. Aber das, meine Freunde, wird halt in der Welt zu oft gemacht. Und ich gebe euch damit einen guten Anstoß, euch mal darüber nachzudenken. Und wir sprechen das Thema weiter in der nächsten Episode. Bis dahin, schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, was auch immer. Viel Spaß beim Essen. Wir sehen uns.